Wahrscheinlich die gleiche, die ich gefunden habe. Kann nicht die gleiche sein. Wieso nicht? Wenn du doch auf meinem Weg warst? Ja, aber ich bin ja von deinem Weg weggegangen, hab mich durch eine Wand gegraben. Du bist vom Holzweg abgekommen. Da ist eine kleine Windmühle. War eine kleine Windmühle. Da ist ein kleiner Baum. War ein kleiner Baum. Jetzt reißt das doch nicht alles ab. Ich musste hier kämpfen, weil ich angegriffen wurde. Ja. Von Godzilla im Mini-Format? von einem Riesenmonster im Mini-Format. Ach so. Na dann ist es ja okay. Zudem, glaube ich, soll das ganze Atlantis darstellen. Ach, ist das alles unter Wasser? Jupp. Na, da vorne. Oh. Was mal hier? Titan war das, brauchten wir fürs nächste Update für den. Jupp. Titan und Gold, ja, mal schauen. Bisher habe ich 0 Titanbarren. Ich habe auch noch nichts Titaniges gefunden. Findet man hier eher Diamanten. Wow. Ah, hier unten geht die Stadt weiter. Bei mir ist es ein riesiger Komplex mit lauter diesen Häusern. Ball of Gnomes. Hä? Lol. Eine Handvoll Gnome? Ich habe eine Handvoll Gnome. Hast du nicht Wall gesagt? Ball. Ball. Ein Ball. Oh. Ein Ball voll Gnome. Aber es sieht aus, als wären das alles kleine Männchen. Was es hier noch mehr gibt. Einfach mal die Häuser alle abbauen. Ja, ich gedacht, weiß. Hier stehen ja, lassen. Ich weiß. Aber da wusste ich noch nicht, dass die irgendwas droppen. Meine Güte. Man wird doch seine Meinung mal ändern dürfen. Du weißt, wie sprunghaft ich bin. Okay, dann spiele ich wieder Godzilla. Ich habe ein Building Head. Oh mein Gott. Style Equip. Ja. Anläufen habe ich es geschafft, durch diese Lücke zu springen. So. Was ist das für ein Erz? Sieht nach Silber aus. Ist doch Silber. Bei mir ist Thea. Thea? Ja, also dieses Thea-Gestein. Ah. Jetzt kommen wir uns mal da nach unten, da leuchtet es ja auch noch weiter. Und noch mehr Dias. Wahrscheinlich eine sehr weit entwickelte Zivilisation, die wir hier abbauen. Aber selbst schuld, wenn sie so weit entwickelt ist, warum ist sie dann so klein? Weil bei ihnen nur die kleinsten mit den kleinsten Vögeln durften. Ich habe rohe Rippchen gedroppt. Von so einem Haus? Nein, von einem Monster. Ah. Ist ja
Seit wann droppen Häuser hohe Rippchen? Seitdem sie Gnome droppen? Na gut. Aber ich habe bisher auch nur 3 Gnome aus den ganzen Häusern, die ich abgerissen habe. Also ich habe noch keine Gnome, aber dafür einen Haushut. Ein Hut, der aussieht wie ein Haus? Ja, ich sehe so richtig schön bescheuert aus. Das glaube ich dir, aber dazu brauchst du den Hut nicht. Ah, danke, Iru. Ach, du weißt doch, ich bin immer nett und freundlich und... Außer Lügen kaum Hobbys. Oh, das geht jetzt tief. Normal lüge ich nicht. Außer mein Leben ist in Gefahr, oder ich möchte Menschen nicht verletzen mit meiner ehrlichen Meinung. Oder du redest mit mir. Wieso? So was wie mit dem, dass ich keinen Hut brauche, um bescheuert auszusehen. Das ist nur meine ehrliche Meinung. Ich meine, Ehrlichkeit hat noch niemanden geschadet. Oder soll ich dich etwa anlügen und sagen, dass du ohne diesen Hut intelligent aussiehst? Wäre dir dadurch geholfen? Ich habe eine Doktorrobe an. Ey. Wahre Intelligenz kommt von innen, nicht von außen durch eine Robe. Das sagst du. Das sag ich. Hast du doch, oder? Dabei bist du viel dümmiger. 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 Tolles Wort. Kommt ab jetzt in den Duden. Dümmiger. Sehen wir mal zu, dass wir mal wieder ein bisschen tiefer kommen. Wow! Ich bin gerade tiefer gekommen, als ich wollte. Damit wir endlich das Abbaugerät ein bisschen ausbauen können. Ich habe fossile Brennstoffe gefunden. Yay! Kohle? Nö. Öl unter der Erde. Wow. Ja, Öl kannst du mal ernten, vielleicht kann man es gebrauchen. Ich glaube, das brauchten wir sogar, um Stahlbarren herzustellen. Für Stahl, ja. Na, da unten leuchtet es wieder. Gehen wir mal dahin. Fackel, damit wir auch sehen, wo wir hinbuddeln. Na toll. Das ist nicht viel. Aber ich ertrink gerade? Obwohl irgendwo Wasser in der Nähe ist? Viel ist immer noch besser als gar nichts. Geht doch. Na, dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes hier unten finden. Noch mehr kleine Häuser. Mal einen leeren Raum aus Stein mit etwas Gold. Nicht zu viel Gold. Das war so Fackel. Hinten ist ein bisschen Eisen, das
das lassen wir jetzt einfach mal da liegen und gehen weiter nach unten. Und sonst fahren wir uns hier wirklich gleich fest. Oder wir fallen noch eine Etage. Oh, eine Kiste. Und das ist drin. Ein Zweihandstab, der interessant aussieht. Ordentlich Pixel. Oh, die Kiste nehmen wir auch mit. Oh. Und da ist wieder so ein Labor mit Pflanzen. Ob das alles die Zwerge aufgebaut haben? Gnome. Dafür waren sie zu klein. Gnome. Glasscheiben. Na, langsam wird's wirklich ärgerlich. Ich muss ein bisschen was mal darüber verlagern, damit ich im Blick habe, wie viel Platz ich überhaupt noch hab. Ja, bei mir, ich habe auch schon bessere Zeiten vom Platz gesehen. Ja, wir haben halt auch jede Menge gefunden, das ist halt das Tolle daran. Ja. Besser als wenn man durch die ganze Mine rennt und dann mit einem leeren Inventar wieder nach oben geht. Dann würde ich sagen, waren in der Mine irgendwelche Räuber. Räuber meinst du? Nein, wenn du mit vollem Inventar rein und mit Lärm rausgehst. Ach so, meinst du? Na, aber früher hast du nicht viel gefunden außer Erze und Dreck und Kabel. So. Das waren die Lichtdinger. Dann ein Sessel und eine Kiste. Gott, habe ich gleich viel aufzustellen. Vorne ist schon wieder was am Leuchten. Graben wir uns hin. Von einem leuchtenden Punkt zum anderen. Und da ist Eisen. Und hier unten ist Silber. Na, sieht aus wie der Raum hier. Das ist wieder so einer mit einer 7, oder? Ist das wieder einer dieser 7? Na, werden wir ja gleich sehen. Haben wir hier unten auch noch. Ups, der war noch gar nicht abgebaut. So, jetzt. Bist du eigentlich beim Let's Playen immer so still? Nö, aber ich lass dich gerne reden. Ach so. Weil ich gerade nicht wüsste, was ich groß erzählen soll, außer dass ich schon wieder irgendwelche Häuser abbaue. Oh nein, nicht irgendein Haus. Ein Gnomenhotel. Ein Gnomenhotel. Und es hat mir schon wieder einen neuen Hut gedroppt. Oh, ich möchte auch einen Haushut. Ich habe 3 Stück, du kannst gerne einen haben, sobald wir oben sind.